Einschalten wäre auch nicht so schlecht. Hallo, willkommen, schön dich zu sehen. Hallo, willkommen. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Guten Abend. Abend. Hallo, ihr Lieben. Hubert ist in seinem Jagdschlössl in der Veitsch. Einige habe ich am Wochenende gesehen, einige habe ich am Wochenende davor gesehen, einige habe ich in meinen Träumen gesehen, einige habe ich während des Tages gesehen, einige habe ich außerhalb der Zeit gesehen. Und so kennen wir uns alle, nicht wahr? Schön, dass du da bist. Ich habe immense Hochachtung vor dir, vor jenen Brüdern, die es um 20:30 Uhr noch schaffen, in eine Abendsession zu kommen. Ja. Und vielleicht ist es auch gut genug, uns Momente der Besinnung zu nehmen, Momente der Einkehr in unser Inneres zu blicken und auch hier diese wunderbaren Gebetslektionen hernehmen, wie wir sie in diesem zweiten Abschnitt als Anleitung bekommen. Und heute haben wir eine Lektion, die uns eigentlich Vergebung lehrt von der Warte. Und dass Vergebung wirklich ein Vergessen ist, nicht im Sinne von Verleugnen oder Wegschieben, sondern ein Vergessen der Bedeutung, wie sie das Ego im Egogeist gegeben hat. Und alles zu vergessen, was die Einladung ist von Jesus in dieser heutigen Lektion 346, außer seine Liebe, ist wirklich was, ja, was unsere Vervollkommnung der Transformation ist, weil in diesem Vergessen, in der Gesamtheit, erkennen wir und lernen wir zu verstehen, was im ersten Teil dieses Lektionstitels gegeben ist, dass der Frieden Gottes uns umhüllt. Wie kann ich wirklich den Frieden Gottes erfahren, dass er mich umhüllt, wenn ich nicht die Prämissen des Egos vergesse, wenn ich nicht mein Selbstkonzept auf die Seite lege und mich nach innen kehre und erinnere, wofür ich hier bin, was meine Aufgabe in Raum und Zeit ist. Und so spielt Jesus ein bisschen mit dem Zeitbegriff umher in diesen ersten Sätzen und macht uns dann darauf aufmerksam, dass wir nicht die Dinge der Zeit suchen und somit nicht, werden wir nicht auf sie schauen. Wenn ich die Dinge der Zeit suche, dann werde ich auf Zeit schauen. Dann werde ich auf eine Wirklichkeit von einer Unzahl von Ideen und Dingen blicken und meinen, dass sie wirklich wären. Und da ist, wo wir herkommen. Und deswegen wertschätzen wir so immens diese Geistesschulung, eine Möglichkeit, die wir wahrgenommen haben, alle Dinge und selbst und jeden Einzelnen anders zu sehen und in diesem Anderssehen etwas entdeckt haben, was wir immer gesucht haben und nie wirklich offenbart wurde. Das Einssein mit jedem, das Einssein mit allen Dingen. Und so wie Gott es uns offenbart in diesem Kontakt mit ihm, stehen wir tatsächlich
in seinem Geist, in einem Moment der Stille und verstehen ganz natürlicherweise, dass dies der Moment ist, in dem wir nach Hause zurückkehren, in dem wir unser Zuhause wiedererkennen, dass es nicht ein Platz irgendwo ist, weder was wahrgenommen werden könnte, noch zeitlich mit Zeit irgendetwas zu tun hat. Das, was ich heute suche, transzendiert jedes Gesetz der Zeit und transzendiert alle Dinge, die wahrgenommen werden in der Zeit. Zeig mir, zeig deinen Brüdern jetzt ein Ding, das nicht in der Zeit wahrgenommen wird. Und alles, was übrig bleibt, ist, dass wir uns unseren Geist zeigen, dass wir uns einander zeigen, was der Inhalt des Geistes ist. Das Licht, das wir aus der Schöpfung Gottes selbst mitbringen, vergessen haben, versucht haben zu substituieren, zu ersetzen mit allen möglichen Vorstellungen, Bildern und Ideen. Und heute, jetzt hier in diesem Moment zurückkehren, weil wir genau das leben und leben wollen, was uns hier angewiesen wird, dass wir nur das suchen, was jedes Gesetz der Zeit und alle Dinge, die in der Zeit wahrgenommen werden, transzendiert. Und wir haben es dieses Wochenende in Harrislee in Flensburg, von wo aus du mich hier begleitest in dieser Session. Wir sitzen hier im Wohnzimmer, Gästner sitzen eben gegenüber von mir. Also, wo bist du denn? Ah, da bist du, ein Bildchen. Und wir haben es am Wochenende, wie genannt, Schokolade. Schokolade haben wir es genannt. Ne? Die Schokolade. Ich möchte alle Dinge außer deiner Liebe vergessen. Dies ist unser Gebet an unseren Schöpfer. Ich bin bereit, alle Dinge außer deine Liebe, Vater, zu vergessen. Ich erlaube, dass die Welt in Vergessenheit gerät, weil die Erfahrung und Kommunikation im Licht und des Lichtes als einzig wertvoll anerkannt wird. Und ich möchte den Frieden finden, den du für deinen Sohn erschaffen hast, und all die törichten Spielsachen, die ich machte, vergessen, wieder vergessen, während ich deine Herrlichkeit und meine eigene schaue. Und dies sind tatsächlich Aspekte einer himmlischen Einladung, die uns durch das Wunder so nah an das Ende der Zeit führt, dass wir gar keine Notwendigkeit mehr sehen, hier irgendetwas aus der Vergangenheit herbeizuziehen, weil wir wissen, dass es nur Bedeutungen waren, die auf Begrenzung, auf Urteilen begründet waren. Und wir haben auch keine Notwendigkeit mehr, uns auf der Zeitlinie in die Zukunft zu projizieren, um uns dort als besser aufgehoben oder verbessert und vielleicht sogar
optimiert. Einschätzen und meinen, dass dann etwas mehr an Realisierung für uns möglich wäre. In diesem Vertrauen, dass wir in uns so nicht nur spüren, sondern diese Motivation und diese Notwendigkeit verspüren, dies zu teilen. Werden wir selbst zum Wunder? Erkennen wir, dass wir selbst das Wunder sind, das der Welt gegeben wird, das den Geist berichtigt? In dem Annehmen der Berichtigung für uns selbst sehen wir, wie jeder Geist mit unserem berichtigt wird. Ein Wunder kehrt die Wahrnehmung um, heißt es in der Einleitung zu dieser Sequenz der 40er Lektionen. Und diese Wahrnehmung war vor dem, stand auf dem Kopf. Und also macht es den seltsamen Verzerrungen ein Ende. Das ist die Funktion des wundergesinnten Geistes. Dein Geist, der wundergesinnt ist, kann den seltsamen Verzerrungen der Welt des Ego-Geistes ein Ende geben, weil du hier nicht mehr einen Vergleich, eine Kategorisierung vornimmst, ein Urteil aufrechterhältst, eine Verurteilung verteidigst, nicht mehr einen speziellen Platz unter den Illusionen einzunehmen gewillt bist, sondern das sehen willst, was deinen Geist als Berichtigung reflektiert und fühlbar macht. Das, was wir fühlen können, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns im Licht verbinden, ist die Liebe Gottes selbst, nicht wahr? Und alles andere war wirklich eine Kriegserklärung an uns selbst. Und interessanterweise, weil diese Kriegserklärung, dieser Angriff auf unser wahres Selbst, ein Angriff auf Gott, den Gott nie beantwortete, weil er keinen Angriff sieht, wird jetzt auch in der Welt groß hinausgebaut, posaunt. Habt ihr vielleicht heute gehört, ich meine, ich könnte darüber lachen, aber es ist gar nicht so zum Lachen, dass in Iran Leute getötet werden mit der Begründung, dass sie das Verbrechen der Kriegserklärung an Gott schuldig sind. So verrückt sind wir. Die ganze Welt lebt in einer Kriegserklärung an Gott. Wenn diese Kriegserklärung an Gott mit dem Tode bestraft wird, dann weißt du, auf welche Basis das Denksystem fundiert ist. Dass diese Basis von Schuld und Urteil und Verurteilung, dass Gott ein Teil der Gesetze der Welt geworden ist und der Mensch sich anmaßt, Richter zu sein. Und wenn du solche Beispiele für dich nicht mehr
als akzeptabel ansiehst, dann kannst du dieser Welt entkommen, indem du deine Gedanken über die Welt änderst. Wie uns Jesus ganz eindeutig in seinem Kurs anweist, ist dies nicht eine Änderung in der Welt und was als Welt definiert wird, sondern eine Änderung der Denkweise in unserem eigenen Geist. Und um dies zu bestärken, dass wir in dieser Geistesschulung und in dieser Änderung von Gedanken über uns selbst, über jeden und alles in der Welt aktiv sind, kommen wir zusammen. Hier heute Abend, morgens und abends in den Sessions, zwischendurch, durch was immer für Angebote. Wochenenden, in denen wir uns direkt persönlich treffen, unsere Geister in ihrer Verbundenheit als reines Licht erkennen. Und diese Bestärkung benötigt jeder, der in Raum und Zeit nach wie vor irgendetwas wahrnimmt. Weil irgendetwas wahrzunehmen, irgendein vergängliches Bild wahrzunehmen, ist eine Illusion. Und wenn Illusionen wahrgenommen werden, dann ist das ein Resultat, dass dieser Geist sich selbst als Illusion nach wie vor wahrnimmt. Und es ist nur dieses Licht des Heiligen Geistes, von Gottes Geist, das uns zeigen kann, dass dies nicht unsere Wirklichkeit ist. Wir haben innerhalb der Welt und innerhalb unseres begrenzten Denksystems keine andere Referenz. Alle anderen Referenzen sind Formen von Spielarten, die wir zwar verwenden können, um zumindest zeitweilig eine neue Perspektive zu erfahren und wahrzunehmen über uns selbst und die Welt. Aber wirklich zu sehen, erkennen, dass gar nichts da ist, dass ich etwas sehe, was nicht da ist, dass es keine Welt gibt, dass es keine Ich-Existenz als etwas Begrenztes gibt. Dafür brauchen wir Gott als sein Licht in unserem Geist. Und ich danke dir aus ganzem Herzen für deine Hingabe an diesen Kontakt mit ihm, an diese Kommunikation, die sich bereits in deinem Geist eröffnet hat und sich weiter bestärken wird, sich als größere Lichthaftigkeit und Lichterfahrung deiner selbst zeigen wird. Weil mit dieser Erfahrung des Lichtes verlierst du das Interesse an die Welt, verlierst du Interesse an Begrenzungen, an Definitionen, an Bildern. Hallo Andreas, die Kinder schlafen. Gute Nachricht. Alles ist Schokolade. Und wo wir stehen in diesem großartigen Kapitel 22,
das die Erlösung und die heilige Beziehung beschreibt, ist dies im Herauskristallisieren, wovon ich gerade gesprochen habe, als das Licht der heiligen Beziehung, die wir in dieser Erinnerung, mit wem wir diese Beziehung in unserem Geist haben, dass die heilige Beziehung die Beziehung mit Christus in uns selbst ist, die wiedererkannt wird im Zusammenkommen mit unseren Brüdern, mit allen Wesen innerhalb unseres Geistes. Und dass dieses Licht ganz klar erkannt wird, wenn der Geist bereit ist, nicht mehr seine Wirklichkeit in einer Körperidentität zu formulieren und daran festzuhalten. Sicher ist das leicht gesagt, herumzulaufen, zu sagen, ja, ist eh alles eine Illusion. Und auch wenn es vollkommen stimmt, bekommt es erst Wert und ist es erst wirklich erkannt als solches, wenn wir dies in der vollkommenen Umwandlung und Aufhebung unserer eigenen Bedeutungen darüber uns zurückgeben lassen von ihm selbst. Er gibt es uns zurück jeden Moment, wenn wir nicht mehr auf irgendetwas in dieser Welt reagieren und mit vollkommener Gelassenheit die Dinge sein lassen, wie sie sind. Wenn der Geist nicht mehr in irgendeine Form der Angst geht, die eine Abwehr gegen die Wahrheit, eine Verteidigungshaltung demonstriert, und wirklich hält, sondern sofort sieht, dass es nichts zu verteidigen gibt hier, dass alles in seinen Armen, in Gottes Hände gelegt wurde. Und weil er es nicht sieht, kann auch ich als sein Sohn lernen, diese Illusionen nicht zu sehen. Doro in der Morgensession hat es belassen beim letzten Absatz im fünften Abschnitt, in dem Jesus uns darauf aufmerksam macht und uns die Richtungsweisung gibt, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, wenn das Bedürfnis in uns aufsteigt, wegen irgendetwas defensiv, abwehrend zu sein, dass du dich mit einer Illusion identifiziert hast. Und Illusionen haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Illusionen sind jene Geisteskonstrukte, die ich mir ausgedacht habe, um mir eine Welt vorzustellen, in der ich auf der Zeitlinie entlang gehen könnte, mir sagen könnte, dass ich als dieser Körper existiere und dass mein Ausgang gesichert ist, dass ich so sterben werde, wie alle vor mir gestorben sind. Die wahre Philosophie der Wahrheit ist erst angenommen, wenn wir individuell aufstehen in unserem Geist und für uns deklarieren, genug damit, ich höre auf zu sterben, ich bin bereit zu leben, wahrlich zu leben.
bin bereit, Leben anzuerkennen, was Leben ist und nicht, wie ich es definierte. Es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott, heißt die Lektion 167. Ein Leben. Und fühlst daher, dass du, wenn du dich mit einer Illusion identifizierst, fühlst du deshalb, dass du schwach bist, weil du allein bist. Und hier ist auch dieser ganz wunderbare Satz, der uns erkennen lässt und uns alles gibt, weil dabei die Wahl ganz klar ist, dass das der Preis ist für alle Illusionen. Sich schwach zu fühlen, sich verletzlich zu fühlen, zu glauben, dass es möglich wäre, krank zu sein, alt zu werden und zu sterben, dass es was Schwäche ist im menschlichen Geist. Es gibt nicht eine, die nicht auf dem Glauben beruht, dass du getrennt bist. Nicht eine einzige, die nicht schwer, massiv und unverrückbar zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint. Nicht eine Illusion. Und nicht eine, über die die Wahrheit nicht mit Leichtigkeit, er verwendet den Ausdruck, hinweggehen kann, so leicht, dass du trotz allem, wofür du sie hieltest, nun überzeugt sein musst, dass sie nichts ist. Und wenn du deinem Bruder vergibst, muss das geschehen. Und es ist ja auch interessant zu sehen, welche Mängel wirklich es da noch gibt. Wie viele in unserem Geist wissen überhaupt nicht, was wahre Vergebung ist und wie es funktioniert. Gestern hat mir gerade vor dieser Session erzählt, wie sie mit einem Arbeitskollegen oder ja, jemand, der sie eingeladen hat, zusammenzuarbeiten. Und dann war das ganze Gespräch über Vergebung und wie sich zeigte, war vollkommen nicht nur offen, sondern wollte diese Information buchstäblich einsaugen. Er hat vorher noch nie etwas davon gehört, sagt sie, weil es so nichts mehr mit dem zu tun hat, wie wir es bislang gelebt haben. Wir können uns nicht als schuldig festlegen, behalten, weiter erhalten das Bild und meinen, dass da vergeben worden sei. Das ist nicht möglich. Vergebung im Sinne, wie es Jesus jetzt lehrt, mit ganzer Klarheit, ist wirklich dieses Bild im Geist vollkommen aufzulösen. In der heutigen Lektion heißt es zu vergessen. Hindurchzublicken mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Alles aufzunehmen als okay, ist ja doch nur ein Aspekt meines eigenen Geistes. Sind ja nur Gedanken in meinem eigenen Geist. Wie könnten sie mich bedrohen, wenn ich selbst bereit bin, zu vergeben? Wenn ich selbst bereit bin, den einen Ersatz zuzulassen, in dem alle Illusion mit dem Licht selbst ersetzt werden. Alle Illusionen. Für die Wahrheit ist es eine Leichtigkeit, über Illusionen hinwegzugehen, so leicht, dass du trotz allem, wofür du sie hieltest, nun überzeugt sein musst, dass sie nichts ist. Wenn du deinem Bruder vergibst, muss das geschehen. Es ist gerade dieser dein Unwille, das zu übersehen, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint, dass es so undurchdringlich scheinen lässt und die Illusion seiner Unverrückbarkeit beschützt.
Und hier beginnt der sechste Abschnitt. Willst du die Freiheit des Körpers oder die des Geistes? Freiheit des Körpers. Das natürlich von der Welt angeboten wird, aber nichts mit Freiheit des Geistes zu tun hat. Freiheit des Körpers kannst du gleichsetzen mit Freisein in der Welt, in Bezug auf die Welt. Aber Freiheit des Geistes hat nichts mit Freiheit im Sinne von zu glauben, ich kann tun, was ich möchte, oder ich kann nicht tun, was ich möchte, weil ich eingesperrt, eingeschlossen in Ideen meiner selbst leide. Die Freiheit des Geistes ist die Freiheit, sich zu erkennen, was es ist, was Geist ist, wer du bist, wer ich bin. Beides können wir nicht haben. Du kannst nicht beides haben. Welche ist für dich von Wert? Du entscheidest, welche Idee du Wert schenken willst. Welche ist dein Ziel? Denn eine siehst du als das Mittel, die andere als den Zweck an. Und die eine muss der anderen dienen, zu deren Vorherrschaft führen und ihre Wichtigkeit vermehren, indem sie ihre eigene vermindert. Mittel dienen dem Zweck, und wenn der Zweck erreicht ist, verringert sich der Wert der Mittel und wird völlig hinfällig, sobald begriffen wird, dass sie keinerlei Funktion mehr haben. Keinerlei Funktion mehr haben. Es gibt niemanden, der sich nicht nach Freiheit sehnte und versuchte, sie zu finden. Doch wird er sie dort suchen, wo er glaubt, dass sie sei und gefunden werden könne. Er wird den Geist oder den Körper ihrer für fähig halten und den jeweils anderen seiner Wahl als Mittel dienen lassen, um sie zu finden. Dort, wo des Körpers Freiheit gewählt worden ist, dort wird der Geist als Mittel eingesetzt, dessen Wert darin liegt, dass er sich Wege auszudenken fähig ist, um des Körpers Freiheit zu erlangen. Freiheit des Körpers hat indessen keine Bedeutung. Das kannst du dir merken, das kann ich mir merken. Freiheit des Körpers hat keine Bedeutung. Und somit ist der Geist dem Dienst an Illusionen hingegeben. Das ist eine so widersprüchliche und unmögliche Lage, dass jeder, der dies wählt, keine Ahnung davon hat, was wertvoll ist. Doch selbst in dieser Verwirrung noch, die so tief ist, dass sie sich nicht beschreiben lässt, wartet der Heilige Geist mit sanfter Geduld. Und das Ergebnis ist so gewiss, wie er der Liebe seines Schöpfers sicher ist. Er, großgeschrieben, er weiß, dass diese verrückte Entscheidung von jedem getroffen wurde, der seinem Schöpfer so lieb ist, wie die Liebe sich selbst. Lass dich keineswegs beunruhigen vom Gedanken, wie er die Rolle von Mittel und Zweck so leicht verändern kann, in dem, was Gott liebt und von dem er möchte, dass es ewig frei sei. Sei vielmehr dankbar. Dankbar, dass du das Mittel sein kannst, um seinem Zweck zu dienen. Das ist der einzige Dienst, der zu Freiheit führt. Sei vielmehr dankbar. Du kannst das Mittel sein, um seinem Zweck zu dienen. Um diesem Zweck zu dienen, muss
muss der Körper als sündenlos gesehen werden, weil Sündenlosigkeit das Ziel ist. Der Mangel an Widerspruch macht den sachten Übergang vom Mittel zum Zweck so leicht, wie es der Wechsel von Hass zu Dankbarkeit vor Augen, die vergeben ist. Du wirst geheiligt sein durch deinen Bruder und deinen Körper nur benutzen, um den Sündenlosen zu dienen. Und du wirst unmöglich hassen können, was dem dient, den du heilen möchtest. Diese heilige Beziehung, lieblich in ihrer Unschuld, mächtig in ihrer Stärke und in einem Licht erstrahlend, das viel heller als die Sonne ist, die den Himmel, den du siehst, erhellt, wurde von deinem Vater als ein Mittel für seinen eigenen Plan gewählt. Sei dankbar, dass sie deinem überhaupt nicht dient. Nichts, was ihr anvertraut wird, lässt sich missbrauchen. Und nichts, was ihr gegeben wird, wird nicht genutzt. Diese heilige Beziehung hat die Macht, jeden Schmerz zu heilen, ungeachtet seiner Form. Allein kannst weder du noch kann dein Bruder überhaupt dienen. Nur in eurem gemeinsamen Willen liegt die Heilung, denn hier ist deine Heilung und hier wirst du die Sühne akzeptieren. Und mit deiner Heilung ist die Sohnschaft geheilt, weil dein Wille und der deines Bruders verbunden sind. Diese heilige Beziehung. Und deine Erfahrung ist, in der Verbindung mit dem Geist deines Bruders, in deiner Wahl und Entscheidung, das Licht der Schöpfung in seinem Geist zu erfahren, kannst du Zeuge werden und somit diese Bezeugung demonstrieren und dich lehren, wie diese Umwandlung, dieses Wunder geschieht. Denke nach, erinnere dich an jene Momente, in denen dein Geist turbulent war, sagen wir mal, oder verrückt. Und du trittst ein in das Lichtfeld deines Bruders und erkennst, wie einfach alles verschwindet, wie nichts von dem Bedeutung hat, was du noch meintest, das du mitgebracht hast als Problem, als Schwierigkeit, als Krankheit, als was immer für eine Form von Illusion und Dunkelheit. Einfach hinweggeleuchtet. So einfach ist die Heilung. So einfach erfahren wir die Gnade, die diese heilige Beziehung uns anbietet. Natürlich hat sie nichts mit einem Körper zu tun. Es ist die reine Kraft des Geistes, des reinen Lichtgeistes. Es ist buchstäblich der Heilige Geist gegenwärtig, als du und dein Bruder. Und wenn du der Verrückte gewesen bist, dann war es dein Bruder. Wenn du da warst für deinen Bruder, der als Verrückter herkommt, dann hat sich der Heilige Geist durch dich ausgedehnt. Aber in der Verbindung werden beide zu demselben Licht. Und für viele von uns ist dies die Motivation und Antriebskraft geworden, die Unvermeidbarkeit, dies zu teilen, weil es
als vollkommen gigantisch und unverständlich erfahren wurde. Es ist tatsächlich etwas, was in alle Ecken des Geistes der Welt ausgedehnt werden will, weil es etwas ist, was wir noch nie vorher so klar erkannten, noch in Erfahrung brachten. Und es bringt unseren Geist einfach in diese Ausrichtung ins Licht. Ich glaube nicht, dass irgendein Geist schlafen kann oder schläft. Geist ist immer wach. Es ist bloß das Loslassen der Ideen aller von Illusionen über sich selbst und in Bezug auf jemanden oder irgendetwas. Dieses Loslassen ist notwendig, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir miteinander Urlaub machen oder in ein Event uns verbinden und uns treffen. Und ich habe Berichte gehört von den Brüdern, die in Bad Meinberg teilnahmen oder auch dieses Wochenende, wie sehr genau diese Momente der Heilung sie in ihrem Selbstkonzept vollkommen veränderte. Das ist der Sinn und Zweck dieser Verbindung. Weil in der Veränderbarkeit der Illusionen der Welt steht die Unveränderbarkeit des Selbstes. In der Wandelbarkeit und Veränderlichkeit der Erscheinungen erwartet uns die Unveränderlichkeit der Wahrheit selbst. Deine Präsenz hier und jetzt ist die Deklaration, dass du dies willst und nur dies. Ja, Gabriela jubiliert. Christel hat ein Smile bis zu den Ohren rauf. Danke, danke, ihr Lieben, jede Einzelne. Still an instant and go home. I will be still an instant and go home. My kingdom is not of this world. This is not where I belong. I will be still an instant and go.
be still an instant and go home. I will be still an instant. Not of this world. This is not where I belong. I will be still an instant and go. Danke, danke, danke. Ich glaube, bei der Abendsession werde ich von nun an immer fragen, geht's dir eh gut? Ist okay? Das ist wirklich so dieses Loslassen. Bist du okay? Ja, geht es dir gut? In dieser Erneuerung. Es ist immer eine Erneuerung, Moment für Moment. Ist das nicht wahr? Gott sei Dank. Ne? Ja, genießt diese Zeit vor Weihnachten auch in diesem Zusammenkommen von Weihnachtsfeierlichkeiten. Ne? Da wird ja, was immer der Vorwand ist. Ne? Also ich war auch gerade, ich habe sie am Wochenende auch mal geteilt, bin in Wien aus diesen Weihnachtsmärkten und Lichtermeeren gekommen und einfach eingetaucht mit meinem kindlichen Geist und ja, im Baum der Herzen verschwunden. Genieße das. Ne? Aber die Kinder erziehen oder Kinder haben vor Weihnachtszeit, das ist immer was ganz Besonderes. Ich bin hier mit den Joshua und Chiara und wenn ich einfach nur höre, wenn sie vor dem Einschlafen ne, das Nikolauslied an, da schmilzt sich total mit rein. Ne. Das ist einfach unglaublich. Ne. Ja. Gut. Möchte noch jemand etwas sagen? Und sonst habe ich noch einen Song. Ein Herz, danke. Alles gut, ja? Hat wirklich einen ganz wunderbaren Abend. Hier kommt noch ein Song, ja? Okay, dann verabschieden wir uns. Danke, danke. Schöne danke, Halleluja! Danke, Halleluja! Danke, alle. Danke, ihr alle. Danke. Adios! Morgen geht's weiter danke. Mit Tanja und Gesna. Bis gleich. Liebe dich. Ciao. Ciao.